Grausiger Fund in der katalanischen Stadt Barcelona. Am Wochenende spielt ein Mann mit seinem Sohn in der Nähe dieser Dino-Statue, als die beiden einen seltsamen Geruch bemerken. Durch ein Loch in der Figur sehen sie plötzlich einen toten Mann im Inneren. Drei Feuerwehrteams und sogar ein Kran rücken an, um den Toten zu bergen. Der 39-Jährige war erst kurz vorher als vermisst gemeldet worden. Die Polizei glaubt, dass der Mann entweder die Nacht im Inneren der Statue verbringen wollte oder sein Handy darin verloren hat und darum reinkletterte. Doch offenbar schaffte er es nicht, wieder rauszukommen. Anzeichen für ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht. Die genaue Todesursache soll erst nach einer Autopsie bekannt gegeben werden. Der Pappmaché-Dino dient als Werbung für ein Kino, das allerdings vor einiger Zeit geschlossen wurde.